Hallo, die Aufgabe A. Wir haben die Wurzel, zweimal die Wurzel aus x plus 5 minus 6 ist 0. So, die Wurzel muss isoliert werden, also plus 6, 2 Wurzel x plus 5 ist 6, dann dividiert durch 2, Wurzel isolieren, jetzt ist die Wurzel ganz alleine. X plus 5 ist 3. Wenn die Wurzel alleine ist, kann man quadrieren. Und auch erst dann, wenn sie alleine ist, beide Seiten werden quadriert. X plus 5 ist 9. Jetzt schön nach x auflösen. X ist 4. Probe ist wichtig. Also zweimal die Wurzel aus 4 plus 5 minus 6, also der Vierer, der hier steht, muss da eingesetzt werden statt dem x. Da kommt tatsächlich 0 raus, also in diesem Fall haben wir wirklich eine Lösungsmenge gefunden. Das einzige Element ist die 4. Und fertig. Die nächste geht eigentlich sehr ähnlich. Wurzel aus x Quadrat plus 3 minus 3 ist x. Wieder die Wurzel isolieren. Isolieren, quadrieren. Also x Quadrat plus 3 gleich x plus 3. Quadrieren. Und jetzt Wurzel mal Wurzel, das fällt weg. X Quadrat plus 3. Und hier muss eben die ganze Seite quadriert werden, x plus 3. X Quadrat plus 3. Und an der Stelle darf man das Binom nicht vergessen. Also x Quadrat plus 2 mal 3 mal x plus 3 Quadrat. Klammer Quadrat gibt immer Binom. Dieses x Quadrat fällt weg, minus x Quadrat. Und dann habe ich 3 gleich 6x plus 9 minus 9 und dann dividiert durch 3 und ich bekomme x gleich minus 1. Probe. Kann man im Kopf machen. 4 Wurzel 4 ist 2, 2 minus 3 ist minus 1, passt. Okay. Aber man sieht an dem Text, dass ich die Probe gemacht habe. Also Lösungsmenge ist minus 1. Nächste Aufgabe. C. Aus x hoch 3 durch Wurzel aus 16x ist gleich. Beim Bruch, da kann ich die Wurzel über den ganzen Bruch schreiben. 16x. Und dann kürzen. Ich mache ganz ausführlich. X Quadrat mal x ist x hoch 3, also x hoch 3, 2 mal x. Durch 16x. Und hier fällt das x weg. Und dann habe ich die Wurzel aus x Quadrat durch 16 ist Betrag von x durch 4. Man könnte auch ganz vorne mal mit 16, also Wurzel aus 16x erweitern. Würde funktionieren. Unten habe ich 16x. Ist ein bisschen umständlicher. C-Dura. 6 durch Wurzel aus 3. Hier wird erweitert mit Wurzel aus 3. Nenner rational machen. Dann habe ich unten 3 und oben 6 Wurzel x, 6 Wurzel 3. Und dann müsste man eben noch sehen, dass 6 Drittel gleich 2 ist. Das sollte eigentlich nicht schwer sein. Da ist nichts Schlimmes dabei. Bei der E 9x Quadrat plus 121 Y Quadrat minus 66 XY und die Wurzel draus. Das schaut doch aus wie der dritte Binom, aber wenn man sich das anschaut, steht hier a Quadrat, hier b Quadrat. Und hier minus 2ab. Das ist so ein bisschen fies. Man muss das einfach sortieren.
Aber die Gemeinheit haben wir im Test eigentlich gut geübt. Ja, also wenn ich das einfach mal aufräume, minus 66xy plus 121y Quadrat, dann sieht man, wie es funktioniert. 3x minus 11y Klammer Quadrat Wurzel, und das hebt sich auf und ich habe Betrag von 3x 11y. So, nächste. F, was kommt da Schönes? Ja, 27 minus 3x Quadrat durch 9 plus 6x plus x Quadrat. Oben muss man sehen, dass man ausklammern kann. 3 und 9 minus x Quadrat. Und unten habe ich ein Binom. 3 plus x in Klammern zum Quadrat. Viel mehr gibt es ja nicht, außer Binom und Ausklammern. Vielleicht noch erweitern. Und oben habe ich den dritten Binom. 3 mal 3 minus x mal 3 plus x. Unten bleibt 3 plus x in Klammern zum Quadrat. Und da kann ich eben jetzt hier so ein bisschen was kürzen. Und es bleibt, es ist nicht total schön, aber es bleibt 3 mal 3 minus x durch 3 plus x fertig.